liebe Schwestern und Brüder, wenn wir dieses Evangelium heute hören, und wir hören es direkt im Anschluss, es schließt auch bei Lukas direkt an das Evangelium, das uns auch bekannt ist, das wir letzten Sonntag hören, vom barmherzigen Samariter. Dann werden wir gefragt, wie das denn ist hier mit der Rollenverteilung. Entsteht nicht in uns so etwas wie ein Gefühl von Ungerechtigkeit, was Jesus hier sagt? Diese Frau Martha, der wahrscheinlich das Haus gehört, Jesus kehrt dort öfter ein, in Bethanien, die sorgt. Sie kommt dem nach, was wir schon in der ersten Lesung hörten, nämlich, dass Gastfreundschaft ein so hohes Gut ist, dass alles andere stillsteht. Wenn ein Gast kommt, richtet sich alles nach ihm. Bei Abraham und Sarah haben wir das gehört in der Lesung. Eigentlich so etwas wie der höchste Wert. Und wenn man heute in den Orient kommt, ist es eigentlich verbreitet noch heute so. Man ist oft beschämt, wenn man das erlebt. Und diese Martha tut das. Und doch sagt Jesus am Ende, die Maria, die da sitzt, die hat den besseren Teil erwählt. Eine Theologin schlug vor einigen Jahren vor, die beste Lösung für dieses Evangelium wäre gewesen, alle drei stehen auf und gehen in die Küche. Gut, das ist so ein bisschen von heute her gedacht. Ja, dann sind alle in der Küche und alle sind am Brunchen und alles ist nett. Aber geht es hier nur darum, dass alles nett ist? Oder geht es nicht darum, was Jesus selber sagt, um das eine Notwendige? Aber was ist das, das eine Notwendige? Danach fragen wir uns ja oft auch. Oder danach fragen sich vielleicht Eltern und Paten, wenn sie ihre Kinder zur Taufe bringen. Was ist denn das eine Notwendige? Ist die Taufe notwendig? Wir können heute so leben. Wir hören das ja von unseren Politikern, immer auch von unseren Kirchenmännern. Wir haben so ein Wertgefüge. Weiß keiner, was das ist. Keiner weiß irgendeine Konkretion, aber es gibt ein Wertgefüge. So ist auch irgendwie alles. Alles irgendwie die große Nebelrakete Wertgefüge. Nein, das, was das Christentum meint, ist sehr konkret. Letzten Sonntag, ich will noch einmal an dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter erinnern. Da kommen uns Menschen entgegen oder sie begegnen diesem unter die Räuber gefallenen, der da liegt, blutend, halbtot. Ein Priester, ein Levit. Sie haben gute Gründe, dass sie sich nicht darum kümmern, weil sie ihre Rolle ernst nehmen. Sie nehmen ihren Beruf ernst, sie werden unrein. Aber dann ist der eine da, der eben nicht nach seiner Rolle fragt, der nicht sagt, ich bin hier ein Fremder, ich bin Samaritan, muss ich dem überhaupt helfen? Der nicht danach fragt, wer ist das überhaupt, wer da liegt? Und was kostet mich das am Ende? Das kostet mich hier Zeit und am Ende kostet es mich noch Geld. Der danach nichts fragt, der also seine Rolle verlässt und das eine Notwendige erkennt, dass da jemand Hilfe braucht. Heute. Und deshalb wird es der Evangelist genau dieser Erzählung in dieser Reihenfolge sagen, heute geht es wieder um das eine Notwendige. Natürlich, Martha ist möglicherweise die Besitzerin des Hauses, sie ist die ältere Schwester. Sie hat sich zu kümmern. Aber was wir im christlichen Glauben lernen, ist, dass es manchmal Wichtigeres gibt, als das, was wir aus unserer Rolle, aus unserem Selbstverständnis heraus zu tun haben. Das eine Notwendige. Und das ist in diesem Punkt das, was Maria tut. Jesus zuzuhören. Seinem Wort ganz aufmerksam zu lauschen, ihm nachzufolgen, das bedeutet das wörtlich, zu seinen Füßen zu sitzen. Und das fragt uns alle an, in den unterschiedlichen Rollen, in denen wir sind. Und manchmal kann man das gerade in der Kirche erleben. Jemand hat die und die Aufgabe. So. Und wehe, es kommt etwas anderes, es ändert sich etwas, dann heißt es sofort, dafür bin ich nicht zuständig. Wir haben doch unsere Zuständigkeiten. Wir haben es letzten Sonntag schon gesehen am Beispiel der Caritas. Dafür, für Blutende auf der Straße und für solche, die Geld haben wollen, ist die Caritas zuständig. Das ist nicht meine Rolle. Nein, es ist nicht nur unsere Rolle als Christ, den Glauben ernst zu nehmen, dem Wort Jesu zu folgen und es auch zu tun. Nicht nur den anderen zu sagen, die Caritas macht das ja, weil die sozusagen die Nächstenliebe professionell ausübt. Was ist das für ein Unsinn? Wenn unsere Tauffamilie heute für den kleinen Karl ein Symbol ausgesucht hat,
Dann kennt ja immer der liebe Gott seine eigenen Wege, sein Verständnis auch in die modernen Familien hinein zu buchstabieren. Sie haben einen Anker ausgesucht. Der Anker ist nicht nur, weil so, man sieht das an der Mütze von Karl, ja, kann man gut erkennen. Zeig mal. So, Karl hat eine Ankermütze. Er bekennt sich schon zum Christentum, bevor er überhaupt getauft ist. Das ist stark. Ich weiß nicht, ob die, die die Mützen herstellen und verkaufen, das bewusst haben. Denn der Anker ist eines der ältesten christlichen Symbole. Wir finden den Anker oft auf den Katakombengräbern in Rom. Warum? Der Anker ist klar, wofür der da ist. Man macht ein Schiff daran fest, damit es nicht wegtreibt. Und so ist der christliche Glaube, das Wort Jesu, ist ein solcher Anker, an dem man sich festmachen kann, damit man nicht weggetrieben wird von den unterschiedlichen Strömungen, die es gibt. Und deshalb ist für die alten Christen seit jeher die Taufe, das ist der Hafen der Kirche, in dem man sein eigenes Lebensschiff vor Anker bringt. Das heißt, man ist durchaus Strömungen, man ist auch manchmal Stürmen ausgesetzt, aber man hat einen Anker, an dem man sich festmachen kann, auch sogar über die Schwelle des Todes hindurch. Das, was Maria tut zu Füßen Jesu, ist, dass sie uns demonstriert heute. Es gibt, natürlich ist die Gastfreundschaft wichtig, aber manchmal gibt es Momente, da gibt es Wichtigeres. Wichtiger noch, gerade heute in unserer Zeit, ist, sich am Wort Jesu festzumachen, dieses Wort ernst zu nehmen. Und ernst nehmen heißt, es zu hören und immer danach zu handeln, so wie es irgend möglich ist. Und all die vorgeschobenen Gründe, ich bin nicht zuständig, das passt nicht zu meiner Rolle oder da gibt es doch andere, die das viel besser können, sind genau das, wonach sie klingen, faule Ausreden. Liebe Schwestern und Brüder, dieser kleine Karl hilft uns heute Morgen, dass wir mit seiner Ankermütze, die er gleich ausziehen muss, wenn er getauft wird, aber dann braucht er sie auch nicht mehr unbedingt, weil dann wird dieser Anker des Glaubens in ihn hineingepflanzt. Und das ist das, was wir ihm, seinen Eltern, dem Paten und uns allen wünschen. Dass wir neu diesen Anker des Glaubens entdecken. Im Wort Jesu, in seinem Geist. Und dass wir uns genau daran halten und festmachen.